Yo Freunde, was geht? Also willkommen hier mal wieder zu einem neuen Video Rainbow Six Siege. Heute zusammen mit dem Omega und dem Elo. Hallo! Moinsen! Auf Chalet unterwegs. Ole. Oh, Chalet, ich hab's vermisst. Ich hab generell alle Maps vermisst, so als ich kein Rainbow zocken konnte. Ja, kann ich verstehen. Ich hab's ja auch mal im Stream gesagt, ich vermisse Fuse. Ja. Hatte wieder reichlich Gelegenheit dazu. Leute, wenn ihr es feiert, dass Omega endlich wieder dabei ist, dann könnt ihr schon mal auf jeden Fall ein Like droppen, ne? Aber hallo. Und ich will es nicht verraten, aber es kommt bald auch wieder was sehr Spezielles. Aber mehr verrate ich jetzt auch nicht. Den Raum sehen. So. Wir müssen den Fahrgutbehälter schützen. Auf wie geht's? Chalet habe ich sehr lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Ich hoffe, ich kenne die Maps noch, Spaß. haben wir einen Jäger oder so? Nein, haben wir leider nicht. Nee. Ich mach Garage zu. Ja. Oh, die. Wer ist bei uns die Mira? Ich. Ja, kann, willst du hier hinten eins machen an die ja. Garage? Ja, mach ich. Oder willst du. Und am besten noch, wenn du hier eins hinmachst, ne? Da. Ja. Und ich mache hier. Oh ne, ich habe keine Verstärkung mehr. Aber gut, da hinten ist ja schon verstärkt. Die Drohne der Gegner hat den Fluggutbehälter lokalisiert. So. Oh, lass mich rein. Oh, Twitch-Drohne. Ab. Aber die hat kein Mira-Fenster, oder? Ich glaube nicht. Gut, dann ist alles gut. Ich habe eine Gumini hinten an den Weinkeller-Eingang gemacht. Falls da jemand kommt, ja. Hörst du es. Das ist gut. Aber nur falls jemand durchläuft, ne? Also ich kann nicht garantieren. Warum ist da eigentlich schon wieder offen? Blue muss zu. Lol. Gehen wir drauf. Oh, die haben Maverick. Die haben Maverick, aufpassen. Da hat Maverick aufgemacht. Und hier hinten ist auch was. Hinten geht immer noch. Weinkeller. Ach, da auch. Ich würde ja rumrotieren, aber ich weiß nicht, ob das zu gefährlich ist, aber ich probier's mal. Leute, end mal bitte ab. Das wäre mir sehr nett. Maverick habe ich. Einer ist nach rechts gerannt. Bitte? Das war halt kein Headshot, danke. Einer eben, einer im kleinen Raum. Runter, da. Was? Wie war das jetzt? Achso, Thermite war schon tot. Ein Gegner verbleibt. Okay, nice. Ist Twitch tot? Ich glaub schon. LOL, ist im kleinen Raum drin. Danke. Ja, sehr gut. Ich dachte, der wird sie getötet, die alle bei. Hab leider nichts gemacht. Macht nix. Haben wir ich auch wollte so da, bekommen. Mein Plan war eigentlich rumzurotieren. Alles klar, Junge. Der denkt sich jetzt auch so, wie viel hat der geschluckt? So. Skin einmal reingibt. Thermite, Maverick, alles außer Hibana. Mhm. Wo spawnen? See? Ja. Moment, aber wenn wir Maverick nehmen, brauche ich dann. Ja, Thatcher, bitte. Patch. Ja, bitte, ich bitte. Thermite wahrscheinlich, weil Maverick hat's ja nicht zwingend nötig. Was ich halt kacke finde, ist halt jetzt, dass auch generell durch Maverick solche Operator wie Bandit und so dann relativ unnötig werden. Ja, außer dass also halt gerade wenn Maverick Waffen. Dabei, gerade wenn Maverick dabei ist, wenn jetzt zum Beispiel als Heartbreacher nur Maverick dabei ist, hast du ja keine Chance. Sei denn kannst du gewinnen, kannst du gewinnen. Ja, man kann gewinnen. Muss aber nicht sein, dass du gewinnst. Ja, aber klar. Was ich halt abfuckend finde, ist halt Clash. Einfach weil sie ein Schild-Operator ist. Gute Arbeit. Ich finde, sie ist da eine relativ gute Abwehrmethode bei solchen Löchern, die durch Maverick verursacht werden. Aber ich finde, ein Verteidigungsoperator, by the way, sind auch unten, aber ich denke mal, das wisst ihr ja. Wo ich denke, so ein Operator, der jetzt so beispielsweise so eine Wandverstärkung hat, wo jetzt Maverick nicht durchbrennen kann, hätte ich sinnvoller gefunden. Ja. Nein, oh Mann. Ich schweige denn, dass. Weil man muss ja bedenken, er kann durch alles durch, außer durch die Mira-Fenster. Ja, eben. Und selbst an den Mira-Fenstern, du kannst vorbeischweißen und dann
Auch keine Chance. Haben die, Hibana haben sie, Valkyrie haben sie nicht. Nicht, dass da oben Nitro rausgeflogen kommt. Der werdet halt Nitro werfen. Warte, ich mach trotzdem. Im Irrer hoch geht auch. LOL, ich hab dich getunnelt. Oh mein Gott. Ich hab dich getunnelt, Junge. Ach, das Piraten, die haben. Hä? Brauch noch eine EMP. Was? Noch eine EMP, bitte schnell. Ja, lol. Ist klar, Junge. Ja, der Bandit liegt unterm Mira-Fenster direkt durch. Runter. Achso, okay. Ja, Bandit ist tot, Bandit ist tot. Jetzt kümmern wir uns mal um den Behälter sicher. Was, Jans? Kommt schon, kriegt ihr. Nice. Auf den Zers? Jawollo. Ich wollte eigentlich nur reinrennen, damit jemand drin ist. Nochmal, oh Mann, ich spiel wieder so ein Bullshit gerade zusammen. Meine und Fresse. Und ich bin irgendwie LOL. Und ich bin irgendwie unnötig. Aber egal. Das, so, ich darf das ja noch, ich muss ja erstmal wieder reinkommen komplett. In NDS-Zimmer oder wo wollen wir hin? Ja. NDS-Zimmer klingt gut, dann nehme ich wieder einen Kapkan mit. Smoke macht da nicht allzu viel Sinn. Komm, zock ich mal ein Maestro. Den Pizzaboten. Auf jeden Fall, den Pizzaboten mit Italienerhut. Ja, genau, den Pizzaboten mit Italienerhut. Wir haben ja eigentlich letztens Cavera noch genannt. Wir hatten da ja mal einen Namen festgelegt. Ach, keine Ahnung. Ah, shit. Ich hab ihn vergessen. Den Raum sicher. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Gut zu wissen. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Super Feststellung, Kronion. 1A. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich versuch mal wieder ein, was Neues. Der Meister hat noch was auf, wenn es schießen geht. Lade ja. Neues Magazin! Nur noch 10 Sekunden. Ja. Ich will nicht, dass die da dieses scheiß Drohnenloch da aufpiepen. Ich will auch mal langlaufen dürfen. Leute, Armor. Ja. Schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Böses Auge ist bereit. Warum placed man das auf den Tisch? Warum? Weil man lustig ist. Weißt du, was ich jetzt mal in Zukunft mache? Oder ausprobiere? Da geht's dran. Oh, jawoll! Fuse get wrecked, boy. 7.1 Surround Sound, das lohnt sich. Hauptsache. Nein, jetzt geht der Topf ehrlich nicht weg. Nein, Junge! Wobei, Achtung, Bug by Stairs. Hier, oder? Ja. Oh, leck mich, okay. Junge. Ich hab ihn nicht gesehen, aber Kopf hoch. Oder oben, weißt du das? Hier. War er unten oder oben, der Bug? Der Bug war genau auf. Der war Twitch eigentlich. Twitch hab ich. Also er war zwischen den beiden Stairs. Er war zwischen den beiden Stairs. Bug ist unter uns in der Garage. Echt? Ah, ja. Ja, der macht hier den Boden auf. Naja, mit mehr oder weniger Erfolg. Macht er die falschen Stellen auf, jetzt macht er die richtige Stelle auf. Lass ihn doch, verbrennter Munition. Ich guck grad mal, wo die anderen sind. Hier ist eine Drohne. Also ja, der ist unten, der ist bei den Stairs jetzt. Er ist auf den Stairs. Sehr nice. Gut. Achtung, da kommt noch einer. Da ist noch einer auf den Stairs. Ich weiß aber nicht wer. Ich kann's nicht sehen. Ja, Thermasch. Nur noch ein. Oh jawohl. Ich dachte schon, den Hut kennst du. What? Oben, oder? Nee. Von oben? Hä? Ich such grad. Ich seh ihn nicht. Maverick upstairs? Also oben. War ja das. Ja. Schon, der hat ein Loch. Alles klar. Der hat ein Loch da reingebrannt. Wo? Ja, oben. Das kann ich nicht sagen. Wo? Irgendwo in dem Gang. Ich seh ihn auch gar nicht. Hey, du lebst doch gar nicht mehr. Ja, ich bin aber in den Camps. Ich versuche über die Camps zu sehen. Ich wechsle immer mal zwischen Bibliotheks, Kamin und Schlafzimmerflurcamp.
meine beiden Camps sind scheiße stehen geblieben. Naja. Ja, dann guck mal weiter. Ich glaube, der ist im Schlafzimmerflur. Ich habe die Lobbycam. Hm. Ich glaube, der kommt eher über die anderen Stairs. Ich habe auf jeden Fall die Schlafzimmercam. Also die Schlafzimmerflurcam. Über die auch nicht. 10 Sekunden noch. Ah, er ist außerhalb. Ah, nein. Nice one. Sehr gut. Es gab schon nur noch einen Enemy Scan Assist. Ja, moin. GG. Oh, das war ein schöner Headshot. Ey, was? Das war kein Headshot? Doch, der zweite war's. Ich dachte schon, wie er das überlebt zweiten hätte, weil das war ja der easy Headshot, Junge. Ja, im ja. zweiten Peak war's der Headshot. Im ersten war's nur irgendwo in den Hals rein. Das zählt ja leider. Matschball, so. Ja, na, ich okay, weiß nicht, ob dir nochmal. Ich guck mir gerade meine Stats an, ne, auf der Ubisoft-Seite. Hm? Ich habe bei Casual habe ich fast 500 Stunden Spielzeit, also 489. GG. Und in Rank 128. Hm? Okay. Schon ein Unterschied, ne? Also ja, richtig krasser Unterschied. Ja, aber hallo, Junge. Casual Player ist da. Ich glaube, das wäre ich eher. Scheiße, ich hab, Mann. Obwohl, warte mal, ich habe fast 400 Spielstunden. Wie lange habe ich Rainbow? nicht mal so lang. Nein, also das sollte auch bald ein halbes Jahr sein. Ich habe mir bei Steam gekauft, ne? Und Steam ja. zählt letztendlich jetzt nicht, wie viel Zeit du in den Spielen selber verbracht hast, sondern unten, sondern wie viel du in der Anwendung warst. Ja, ja, genau. Die ganzen Menüzeiten, Ladezeiten zählt alles mit. Ja. Da ich bei Steam mittlerweile, jetzt möchte ich die genaue Zahl nachgucken, 1111 oben, Stunden. Oben. Ich konnte es gerade nicht richtig orten. In die Bibliothek. Gute Arbeit. Bibliothekas. Ja, hier hätte ich vielleicht sogar ein Fuse gebrauchen können. Naja, egal. Wenn ich so easy reinrumsen könne, dann wäre da alles Asche. Weitestgehend. Aber naja, es geht auch so. Ich habe auch mal vorhin ausprobiert, Onion. Wonder Chef Filmora, also das neue Schnellprogramm von mir funktioniert. Oh ja, hier hätte man echt einen Fuse gebrauchen können. Oder du brennst da Löcher. Ja, ich brenne da beim Illuminati, meine ich. Ja, ein Loch oder Ash macht das eventuell mal auf. Nee, ich brenne Löcher rein. Okay. Warte mal, kann ich da die Granate durchwerfen? Nein, passt nicht. Maverick ist im Moment noch zu gut. Ja, doch, geht. Okay, er ist nur rausgepusht, oder? Wow, wie ich ihn halt nicht bekomme. Holy shit. Ach, was denn los? Das war ein Legion. Ein Legion ist unten rausgepusht. Ja, ich weiß. Ich habe ihn ja noch gesehen. Aber ich hab Castle, au. Oder? Nee, Castle-Jäger, ich weiß nicht, wen ich hab. Einen davon. Einer ist noch ein Spot. Den Behälter sicher. Oh, nee, what? Lol. Ja, das daneben. Nein, Leute! Don't let us alone. Der Rook, ach so, in diesem kleinen Nebenraum. Da mit den zwei Türen, mit den insgesamt drei Türen sogar. Da war der Rook auf dem Boden. Was er links noch? Da auf dem Boden, ziemlich genau, da war er. Legion. Nein, fuck! Oh! Was mach ich denn auch? Rechte Seite. Legion auf Stairs, Achtung. Fuck it. Also Bronion, bei dir die linken Stairs. Das kann ich nachladen. Hä? Alles klar, Digi. Ja, wo auch im... Wo war der? Die Wand geholt. Als ob. Ich hab den Null gesehen. Ja, ist klar, Junge. Dead Recall. Leute, wir müssen nur noch diesen Sack einfach zumachen. Ich nehme jetzt mal wieder einen Kapkan. Bandit. Nehme ich eigentlich immer. Man müsste. Ich sehe schon am Ende, irgendwer macht Best of und dann kommt da so eine Aufzählung, wie oft ich gesagt habe, jetzt nehme ich mal einen Kapkan. Jetzt nehme ich ausnahmsweise aber nur mal einen Kapkan. Ja, das wird sich so anhören. Okay, jetzt nehme ich einen Kapkan. So, jetzt aber einen Kapkan. So, jetzt wieder Kapkan. GG. Ich glaube, so in etwa würde sich das anhören.
Ach ja, mein Aim ist einfach nur weg gerade. Hier mal bitte verstärken, hallo. Gut, dann halt nicht, dann gibt's halt keine Bandit-Ladung. Wo den? Ah, da. 5 Sekunden. Hä? Was denn, hä? Die Gegner haben. Ja, ich hab mich nur gewundert, wo die Drohne ist. Schild wird eingesetzt. Wo soll meine Maestro-Ding eigentlich hin? Oh fuck. Das solltest du dir mal ziemlich schnell überlegen. Da hab ich eins. Ich glaube, die sind auf der Helipad. Ja. Und Haupteingang kommen welche? Böses Auge eingesetzt. Oh fuck. Oh fuck, ich bin gefickt. Hä, wie denn bitte? Warte. Ja, da links bei Omega, links im Raum da, wo dieser Vorsprung da. Ja, da ist er doch. Ja, er ist tot. GG. Und jetzt weiß ich auch wieder, woran es lag. Ich hatte nämlich mein 7.1 nicht an. GG. Hey, nee, Mann. Das bitte ich nicht nochmal. Du kannst rechts rumpieken. Ja, rechts rum habe ich schon gepiekt, da hat er mich aber easy weggeholt. Wo war denn dieser Thermite? Ah, oh, Kacke! Nice! Das war der Thermite! Ich habe weniger als ein Magazin übrig, aber das passt schon. Ja, ja. Was versucht der Doc denn da bitte? Rechts, da. Ja, nee, das pieke ich lieber mal kurz nicht. Omega. Okay, doch nicht. Alles klar. Ich meine, mehr drauf hätte ich nicht sein können, aber. Okay. Nein, es kann doch nicht sein. Ich hab ihn nicht durch den Busch gehen können, es tut mir leid, ne, aber. Ey, was macht der denn? Die letzten. Ja, Junge, diese P90-Spieler, Junge. Ich meine, sie ist halt nicht mehr so schlecht seit dem letzten Update, ne? Aber dadurch halt trotzdem noch nicht gut. Oh, und wieder damit spielt. Junge, schieß doch mal, treff doch mal wenigstens. Oh, Junge, was für ein Spaß. Wie ist der denn bitte Dritter? Der schießt nur drüber, Junge. Hast du den dir mal angeguckt? Der schießt nur drüber. Also, der darf die Waffe nicht mit ACOG spielen, mal ganz im Ernst. Daran liegt's. Ja. Ja. Darf er auch nicht. Er hat dafür nicht die nötige Reaktionszeit und offenbar auch nicht die Rückstoßkontrolle. Ja, ist echt so. Ich meine, der Merrick, den hätte ich ja selber getroffen. Ich hätte ihn vielleicht nicht gekillt, aber getroffen hätte ich ihn. Weil der hat ja konstant drüber geschossen. Das war irgendwie gefühlt 2 Millimeter über den Kopf. Ach komm schon, oder das 2 Zentimeter vielleicht. Millimeter ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Hibamsa. Mit dem Leuchti-Neon. Jawollo. Let's do this. Leuchti bringt Glück. Leuchti bringt Glück. Den Standort des Biogefahrguts. Scheiße, können wir das Ding gerade. Ich warte nur noch auf den Sandmann-Leuchti-Skin. Für den Fetcher. Unten, oder? Nein, die sind Küchenflur. Oh. Die sind garantiert nicht im Flur, aber in der Küche. Ja. Oh, mit Clash wieder, Alter. Ich krieg wieder den Kotzreiz. Bitte seht meine Drohne nicht. Bitte, bitte, bitte. Merken wir uns mal, wie oft die Clash in der Verteidigung benutzen. Okay? Ja. Weiter zum Standort. Aber bei Clash könnte ich schon wieder kotzen. Ich auch. Ich hab's auch gerade. Clash.
Hat versucht zu pieken, ist aber kläglich gescheitert. Normal. Normal, XC Standard. Hat irgendwer Breaching Charges, ja. Omega? An diesem behinderten Küchenfenster. Ich hab leider nur die Blind Nades, aber ich kann da auch so mit meinen. Ja, schieß da mal mit dem Dings drauf. Warte, ich aim Tür ab. Ist nichts. Gib mir mal die anderen beiden Ladungen auf. Ja gut, ich wollte da jetzt eigentlich durchkriechen, aber gut. Soll ich dir den unteren Rand wegschießen? Kannst ja probieren. Oder soll ich es nochmal probieren? Oh, es geht. Na hoch. Der Kullerberger. Ey, Junge, Clash. Weißt du, Clash beleidigt auch direkt, ne? So ein richtiger Fotze, Junge. LOL, ey, ich krieg nichts auf die Kette! Frost war rechts. Achtung, links, 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 Omega, links, kommt noch einer. Ja, von da. Geh hinter den Tresen, wenn's geht. Geh doch hinter den Tresen, Omega. Weil, da wurde eben meine Claire. Ah, kann sein, dass die Frost sie weggeschossen hat. Okay, du bist RIP. Ah, du kannst sie schlagen. Oh, Junge. Oh, was mache ich denn? Also, Clash muss auf jeden Fall raus. Clash ist einfach zu OP in der Verteidigung. Jawohl, danke. Meine Fresse. Also ich persönlich finde, Clash ist einfach zu OP. Was war das? Keine Ahnung. Oder sagen wir zu toxic. Sagen wir es so. Nach ein Boah, was eine Struggle-Runde. Meine Güte. Jetzt bin ich, glaube ich, eingerankt. Leute, das war's dann mal wieder. Trommelwirbel, ich bin Gold 3. Ich bin wieder Silber 1. Jawollo. Sorry, Freunde, das war's. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.